Hallo in meinem neuen Video. In dieser Folge durchquere ich den Barbara-Kanal und segle auf dem Partwitzer See. Die Fahrt zum Geierswalder See führt mich durch das Dorf Tetschwitz. Von Weitem grüßt mich schon der Leuchtturm vom Geierswalder See. Das Ziel ist direkt vor Augen. Angekommen am Geierswalder See. Die Janta 21 hat einen Hubkiel. Unter Wasser sieht der abgesenkte Hubkiel so aus. Den Außenborder gestartet, ablegen und los geht's! Hinter uns liegt der Wassersportverein Geierswalder See und vor uns liegt der Barbara-Kanal in Sichtweite. Der Barbara-Kanal ist nur in eine Richtung, jeweils wechselseitig befahrbar. Ich befestige mein Boot hier und beginne gleich den Mast zu legen. Mit gelegtem Mast muss ich noch ein Weilchen warten, bis es zur halben Stunde schlägt. Danach ist der Weg frei durch den Barbara-Kanal. Ursprünglich sollte durch diese Passage der Solarkatamaran Aquaphönix regelmäßig durchfahren. Im Video oben habe ich mal die Fähre Aquaphönix eingeblendet, aufgenommen im Koschner Kanal. Dieser ist fast einen Meter breiter angelegt. Wie man auf die Maße der Wehranlage kam, ist heute nicht mehr recherchierbar. Einfach einen Meter zu eng gebaut. Noch ein kleines Stück weiter auf dem Barbara-Kanal, dann sind wir auf dem Partwitzer See.
Auf dem Partwitzer See herrschten etwa drei Beaufort in Böen. Mit großem Großsegel und großer Genua kam ich flott voran. Die Sonne meinte es am 20. Juni 2021 mit 30 Grad durchaus etwas gut mit mir. Ein bisschen Strecke hatte ich noch vor mir, vor meinem gewünschten Ankerplatz, an dem ich ins kühle Nass wollte. Und Pause machen. Da am Ankerplatz viele nackt badeten, unterließ ich es lieber, Fotos zu machen. Hier also ein paar Fotos und Impressionen vom See und anderen Boden. Nach einer Erfrischung im kühlen Nass, einer Mittagsmahlzeit und einer kleinen Ruhepause machte ich mich wieder auf dem Rückweg. Hier ist der Kanal schon vorbereitet zum Neuwieser See. Im Hintergrund liegt das Sanierungsschiff Clara fest, was den Partwitzer See mit Brandkalk bekalkt, um den pH-Wert anzuheben. Für das Jahr 2021 hieß es jetzt erstmal Abschied nehmen vom Partwitzer See. Es war ein wunderschöner Tag zum Segeln hier. Ich werde bestimmt wiederkommen. Jetzt begann das Spiel wieder von vorne. Anlegen, Mast legen und dann durch den Kanal fahren. Oben wieder der Solarkatamaran, der hier nicht durchpasst. Das Ende der Segeltour endet natürlich wieder im Heimathafen im Geierswalder See. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihnen hat der Film gefallen. Bis zum nächsten Mal.